Es hat funktioniert. Etwas reißt die Geister aus ihrer Ruhe. Wir sollten uns beeilen. Na ja, dann. Komm. Gib Gas, Junge. Ich will den Akt noch abschließen heute. Ich muss noch etwas warten. Ich meine, ich kann zuerst auf den Weg kommen, wir hätten es auch überspringen können. Ja, gut, da wäre ich. Höllenflut. So habe ich die Geschichte noch mal ein bisschen erlebt. Diese Kammer. Sie ist genau wie mein Vater sie beschrieben hat. Ruhe. Vater stirbt ja. Ihr wart noch nie hier? Seiner. Ich kenne nur die Geschichten hier. Erida hätte den Pfad der Toten. Merkwürdig. Schutzsteine. Wenn ihr mir von den Grabhügeln in der Nähe einige bringt, kann ich den. Nein, aber sie starb. Vater hat Ivan die beiden. Bring mal dir Bar. Ich muss noch etwas warten. Haben werde ich nachher trotzdem noch skillen. Oh, die sind fertig, die Wölfe. Geister, Segen, das gibt's noch erst. Druide Geister der verlorenen Heinz ab. Scheiße, oben mit den Jungen ab. Ich bin noch nicht bereit. Die Wölfe kümmern sich drum. Bereit. Dämonische Markierungen. Lilith war hier. Auf dem Altar steht etwas geschrieben. Auf dem Altar steht was bei geschrieben. Wurzel und Stein, bei Tränen und Leid, wir tragen die Flamme in Ewigkeit. Aha. Tote Augen aus Asche und Glut, verflucht sind wir und unser Blut. Ein Klagelied, das von Erida geschrieben wurde. Das ist eine Gedenkstätte für alle, die im Kampf gegen Astaroth gefallen sind. Die Schwachen werden untergehen. Oh, Asche
vergessen. Aha. Wartet! Wir sind nicht eure Feinde. Das ist doch so schnell. Würden die Urahnen von mir denken? Mein Volk vergisst. Diese Runen, dieser zarte Hauch, dass ich Erida schwor, die Tora. Wir müssen sie aufhalten. Genau. Lösungen finden sich vor uns, nicht hinter uns, wie verhasst. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Gut. War schon eine geile Geschichte hier. Was ist denn das so? 2 von 5. Habt ihr das gehört? Was? Schreit dort vor Wut. Du, wir würden uns so leicht zu den Toten gesellen, Junge. Wie habt ihr es hierher geschafft? Durch die Hügel. Dadurch? Ganz schön mutig von euch. Und ganz schön dumm. Na, komm mal zu. Erida war mit einer... Sie geht bald auf. Ich werde hier bleiben und die beiden beschützen. Der Nebel ist zu nah, um sie schutzlos zurückzulassen. Die Steine verteidigen uns, Junge. Mir geht es gut. Ihr habt von ihm? Ich bleibe, Arlo. Stur wie dein Vater. Das wird dich am Leben halten. Ja. Ja, wir müssen halt sehen, dass wir die Affen klatschen. Ich bin noch nicht bereit. Ich muss da gucken, weil...
Level 20 ist nicht viel, aber es geht. Die Straßen sind jetzt frei. Wir müssen nach Braystack gelangen. Dort ist es sicherer. Wir haben bis hierhin durchgehalten und Schlimmeres überlebt. Ihr hattet Glück. Super. Ihr dieselben Zeichen wie ich gesehen, Fremde. Ja, oh Herrin, ja. Die Hölle kommt. Nur einer von uns wird diesen Ort lebend verlassen. Also lasst uns für einen Moment den Sturm genießen. Na, ich werd's. Verlass mal, du wirst verrecken. Ah, die Musik der Natur. Die Toten bringen in diesem Moment euer Volk um. Einige werden sterben. Ja, aber das ist der Weg der Natur. Ja. Sie ist ein Schmelztiegel. Sie verschlingt die Schwachen und macht die Starken stärker. Ja. Und die Überlebenden werden dieses Land vor der Hölle retten. Okay. Die Lügen der Dämonen blenden euch. Nein, nein. Nein, das nein. Ist meine Entscheidung. Lilith hat mir nur die Macht gewährt, zu tun, was getan werden muss. Und was habt ihr ihr gegeben? In der Wildnis muss man sich alles verdienen. Selbst Wissen. Zeigt, dass ihr würdig seid und ihr erhaltet eure Antworten. Erlaubt so. Ich muss noch etwas warten.
soll es sein. Was habt ihr Lilith gegeben? Ich habe ihr von den Schutzmechanismen um Estoroths Gefängnis erzählt. Wie man sie überwindet. Warum? Mein Volk hat vergessen, was nötig war, um Estoroth zu besiegen. Sie müssen es wieder lernen. Wenn sie ihn nicht besiegen können, wie sollen sie sich dann der ganzen Macht der Hölle stellen? Tja, mein Mädel, ich hätte ja gerne geholfen, aber geht halt nicht, bist halt gestorben. Mein Mädel, mein Mädel, bist halt gestorben. So, sind wir hier runter. Ja. Das Messer dreht sich aber, meinst du? Na ja, gut. Müssen wir gucken, wie viel noch fehlt. Um das zu tun. Level 20 kannst du nachher letzten Akt machen. Ich brauche mehr Zeit. Ich ziehe durch. Ich brauche mehr Zeit. Hoffentlich Frieden gefunden. Bin der Kram. Ich muss. Ich meine sie, ich glaube. Steht er hier. So, geh du mal rein. Der Nebel ist verschwunden und mit ihm die Ritter, die ohne Unterlass ihren Vater gesehen haben. Was für ein Haufen Mist. Ah ja, bin schon. Es sind viele Leute hier. Das ist ja. Aber du musst nicht drauf fallen, von dir. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Bis Oktober. Um das zu tun.
Gut. Nein, 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 hat er geschrien. Nein, 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 wir sind umgebracht. Die fragen nicht. Ach, ist das schwach. Ach, Boy, weiß, hilft dir hier nichts. In der Nähe über. Du lassen, wenn du mit der Reitpferde gibt. Ich bin eine haben, was ich hier verdient habe. Aber sieh schon was. Du spielst das dann schon. Ich muss noch etwas warten. Oh, das war gleich durch hier, ne? Nicht läutert diese gläubigen Diener von ihren Sünden. Tod. Schenkt ihnen Frieden, Tod. Oh. Ein Wunder.
wundern, dass ihr noch in einem Stück seid. Lilith und diese Bestie haben uns zerfetzt. Sie hätte auch mich töten können, aber sie hat mich nicht angerührt. Sie spielt mit mir. Ich soll zusehen, wie sie zerstört, was ich aufgebaut habe. Verdammt! Habt ihr auf eurem Weg Jorin gesehen? Nein. Sie hat noch nicht gewonnen. Ich kann sie noch aufhalten. Aber nicht allein. Zählt auf mich. Wo ist sie? In einer alten Kammer unter der Burg. Dort ist Astaroth. Ich habe ihn nicht bezwungen, wie es in den Legenden heißt. Ich habe ihn in einen Seelenstein gesperrt. Es war der einzige Weg. Ich erbaute Eltheim über den Stein, um das Böse einzudämmen. Ich habe mein ganzes Leben darüber gewacht, im Geheimen, damit Astaroth niemanden mehr verletzen kann. Nicht mal mein Sohn weiß es. Es tut mir leid, dass ich euch erst jetzt einweihe. Aber ich konnte nicht riskieren, dass jemand die Wahrheit erfährt. Wir sollten aufbrechen. Na ja, dann komm. Folgt mir! Falls ihr Jorin nicht draußen gesehen habt, suchen wir auf den Weg. Party los hier! Da habt ihr trotzdem noch eins. Habt ihr Jorin zuletzt gesehen? Eins nach dem Schwimmen bei mir. Wir sprachen darüber, was mit Arida geschehen ist. Und dann stürmte Lilith die Festung. Ich befahl einigen Wachen hinaus, Eltern dieser Ritter. Er war bei Jorin. Streitkolben ist hier. Ich sagte ihnen, sie sollen verschwinden. Vielleicht haben er und die Ritter versucht, Lilith aufzuhalten. Könnte sie ihn irgendwo hingebracht haben? Welchen Grund sollte sie dafür haben? Er bedeutet ihr nichts. Wir müssen uns beeilen. Der Weg zu Astaroth führt hier durch. Ja, dann. Meine Fresse, das Gekäuel, das gibt mir Zeit. Ich muss noch etwas warten. Das hat mich schon das letzte Mal angefangen, Alter. Ich war froh, wie ich anfange. Warum ist Lilith so besessen? Ja, gleich kann ich mir den Scheiß. Ich habe mir dieselbe Frage gestellt, aber ich fürchte, ich bin noch nicht bereit. Sie die ganze Zeit wollte. Sie hat den Stein. Noch immer keine Spur von Jorin. Wir müssen ihn finden. Na ja, dann.
Asteroth. Der verkohlte Herzog persönlich in einem Käfig. Welch Schande. Tochter des Hasses. Hört mein Angebot. Gewährt mir sicheres Geleit zu einem Ort, an dem ich nicht erwünscht bin. Und im Gegenzug schenke ich euch die Freiheit. Und mehr. Dorns Nachwuchs, sein Stolz und seine Wonne, eure Rache, wenn ihr mir gebt, was ich will. Eine weitere Vision. Habt ihr Jorin gesehen? Ja. Ja. Er. Lilith stach ihn mit dem Seelenstein. In den Kopf. Mein Sohn. Es tut mir leid. Das. Ich weiß, was ich. Nein! Es bleibt noch Zeit. Trefft mich in der großen Halle. Tja. Wir müssen Jorin schnellstmöglich festschließen. Lilith hat von Asteroth erfahren. Ich. Das hat. Verrägen. So, jetzt müssen wir. Das ist erledigt hier. Wir müssen jetzt hierher.